Hallo Handballfreunde, mein Kumpel Stefan hat immer gesagt, das Leben sei zu kurz für Damenhandball. Dass man das auch anders sehen kann, zeigen wir euch mit Szenen und Stimmen vom Damenfinal Four in Riesa. Viel Spaß! Damenhandball wird ja von Jahr zu Jahr attraktiver. Und es macht viel Freude, den Damen zuzuschauen, wie sie kämpfen, wie sie motiviert sind, wie sie Erfolge bringen. Es ist ein bisschen ruhiger, ein bisschen graziöser, nicht so aggressiv vielleicht. Ja, etwas fraulicher, damenhafter. Ich denke, dass wir ein sehr dynamisches Spiel haben, dass es sehr ästhetisch ist und auch elegant aussieht, wenn Frauen Handball spielen. Und vor allen Dingen finde ich es halt bewundernswert, dass die Frauen nebenbei einen normalen Job haben. Wir Frauen müssen uns halt viel erarbeiten, wie es so schön heißt. Was halt eben oft dazu führt, dass wir sehr viel mit Kopf spielen müssen, wirklich den freien Mann finden müssen. Und halt bei Männern denke ich oft, dass die falsche Entscheidung funktioniert trotzdem, weil einfach mit Kraft durchgesetzt wird. Und das ist im Frauenhandball ein ganz entscheidender Punkt, denke ich, der sehr ansehenswert auch ist, wenn man Handballkenntnisse hat. Ja, dass eben jedes Tor eigentlich schön rausgespielt werden muss, finde ich eben sehr ansehnlich. Ich finde, dass man beim Handball ganz viel Emotionen zeigt und da Kräfte wirken, die man normalerweise nicht hat. Also man schafft auch gegen eine Mannschaft, wo man eigentlich keine Chance hat, wenn man als Mannschaft wirkt und wenn man als Team spielt. Das ist dadurch, dass die körperliche Intensität fehlt, gefälliger anzuschauen, Spiele, wenn gute Mannschaften spielen, wie wir heute oder Leipzig, dann macht das Spaß zuzuschauen, dann sieht man, wie Handball auch funktioniert. Ich denke einfach, Damenhandball ist schnell, es fallen viele Tore. Ich meine, es gibt ja auch viele attraktive Spielerinnen und ich weiß nicht, warum wir so im Schatten der Männer stehen, aber ich denke, wir haben so vom Potenzial, bis auf vielleicht kleine technische Fähigkeiten, die Männer eher haben, ja, genauso ansehnlich ein Handball spielen wie die. Also grundsätzlich ist Damenhandball, glaube ich, sehr attraktiv und wir spielen halt einen anderen Handball. Das heißt, es ist mehr taktischer ausgelegt, sicherlich auch kraftvoll, aber natürlich nicht so athletisch versiert wie der Männerhandball. Wir müssen schon mehr auf Taktik, auf spielerische Mittel legen und ich glaube, das beweist Leverkusen auch gerade hier im Finale wieder sehr gut. Die spielen echt einen tollen Handball. Gesehen, weil es einfach ein super geiler Sport ist, der total viel Spaß macht. Und ich glaube, wir haben den Zuschauern auch gezeigt, dass Frauenhandball Weltklasse ist. Mein Handball TV ist dein Handball TV.